Oh mein Gott, Leute, heute kann ich euch jedes einzelne Gadget von jedem Brawler in-game zeigen und kann euch diesbezüglich alle Informationen geben, die ihr vielleicht noch, also wahrscheinlich ziemlich sicher, noch nicht wusstet. GameSticks.de, die Mobile Gaming Revolution. Du willst dein Skill-Level erhöhen und ein besseres Spielgefühl bekommen? Dann bestelle dir am 21.03.2020 um 16 Uhr die auf 1000 Stück limitierten Sticks. Auf www.gamesticks.de. Und jetzt neu, alle Sticks mit brandneuer Easy-Glide-Technologie für ein noch flüssigeres Spielgefühl. Es läuft gerade noch ein Gewinnspiel für jeden, der den Creator-Code Pookie eingibt und sich im Shop was mit Juwelen kauft. Und zwar könnt ihr jeden Tag bis zum 31.03. eine 100€ Google Play oder iTunes-Karte gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen? Du musst einfach den Creator-Code Pookie im Shop eingeben und einen Kauf mit Juwelen tätigen. Das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder von einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story posten und @Pookie9 markieren. Jeden Tag um 0 Uhr wird dann ein zufälliger Gewinner gezogen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Ja, ihr habt es gerade schon ganz kurz gesehen. Ein neuer Loadscreen. Die ganz neue Brawl Ball Umgebung. Was geht hier ab, Leute? Ich kann euch heute von jedem Brawler das Gadget zeigen und ihr seht auch schon, was geht hier ab. Ich bin mit Shelly als erstes am Start. Hier rechts unten haben wir einen ganz neuen Button. Da steht eine 3 dran. Das hat man im Brawl Talk, was mir erst gar nicht aufgefallen ist, ganz kurz auch schon gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder so ein kleiner, so ein kleines Easter Egg. Aber auf jeden Fall, diese Gadgets sind einfach so heftig. Ich habe jetzt jedes zocken können. Ich zeige euch heute jedes und vor allem die krassesten spezieller. Und es ist einfach ultimativ heftig. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das verwendet. Man kann das nur drücken. Also man kann dann keine Richtung aimen oder was auch immer. Shellys Gadget jetzt zum Beispiel. Ich drücke jetzt mal drauf, boostet Shelly einfach in die Richtung, wo sie gerade hinguckt. Das ist richtig krass. Das Gadget hat eine kleine Abklingzeit, habt ihr gerade gesehen. Man konnte es kurz nicht einsetzen und jetzt steht nur noch eine 2 dran. Also man kann es wirklich nur dreimal in einem Game verwenden, damit das auf jeden Fall schon mal klar ist. Und man kann es zum Beispiel jetzt im Brawl Ball auch nicht einsetzen, während man den Ball hat. So, ich kann jetzt aber Folgendes machen. Zack und bin dann beim Ball und ja gut, der Bot hat das Tor gemacht. Mega krasse Sache auf jeden Fall, Leute. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr euch genauso wie ich auf das Update freut. Ich bin einfach so hyped, Leute. Ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wann das Update rauskommt. Aber Leute, ich denke auf jeden Fall, dass es nicht mehr lange dauern wird. Also wenn wir davon vom gleichen Zyklus ausgehen wie jetzt bei den letzten Malen, dann wird es sich auf jeden Fall nur noch um 1-2 Tage handeln. Also es könnte theoretisch schon morgen kommen, es könnte übermorgen kommen. Allerspätestens würde ich fast schätzen, übermorgen. Aber ich kann natürlich jetzt alle Angaben ohne Gewehr nur raushauen, ne? Wisst ihr Bescheid? Leute, auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, jetzt schon mal den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auf jeden Fall auch keine Videos diesbezüglich. Und sobald das Update draußen ist, Leute, werde ich auf jeden Fall meine 1800 Brawlboxen verwenden, um die ganzen Gadgets zu ziehen. Das wird einfach so unglaublich geil, Leute. Darauf freue ich mich schon. Leute, noch eine wichtige Info zu den Gadgets. Also, wer es noch nicht wusste generell, kann man die ab Power Level 7 bei jedem Brawler sozusagen bekommen. Einerseits aus Boxen, also Brawlboxen, großen Boxen oder Megaboxen oder auch im Shop kaufen und das Ganze für Gold. Und zwar kostet ein Gadget 1000 Gold, das ist die Hälfte von der Star Power. Und die Drop Rate aus Brawlboxen liegt bei 2%. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die Star Power liegt bei 1%, von dem her die doppelte Drop Rate. Auf jeden Fall zieht man schon dann sehr häufig Gadgets, würde ich fast schon sagen. Und was mega interessant wird, die Chance auf 9 oder 10 Verbleibende, wer weiß, wird dann natürlich extrem hoch ansteigen, würde ich jetzt mal schätzen, weil die ganzen Gadgets ab Power 7 kann man dann ja alle noch ziehen. Das sind ja insgesamt dann 35 Stück, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das ist auf jeden Fall krank viel, Leute. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und das werdet ihr natürlich direkt sehen, wenn das Update draußen ist, dass ich hier alle aus den Boxen ziehe, aus den Brawl-Boxen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Übrigens, Leute, bald ist es soweit. Am 1.4. um 15.15 Uhr kommt die Golden Scheißboxer-Box in den Shop auf www.scheißboxer.shop mit einigen Inhalten. Und die sind ultimativ geil. Wir haben uns echt was Krasses überlegt. Also generell erstmal die Box, die hat eine Goldfolie. Die glänzt richtig krass, ist richtig hochwertig verarbeitet. In der Box findet ihr ein T-Shirt mit ganz neuem goldenen Boxer-Design in Schwarz. Da könnt ihr euch die Größe natürlich aussuchen, die ihr haben möchtet. Ihr bekommt eine Powerbank. Richtig geile Sache, ey. Wer hat sowas schon mal... Also, jetzt mal auf Real, das ist schon mega nice. So eine Powerbank kann man auch immer verwenden. Klar, jetzt bei Corona-Time in der Schule wird das nicht nötig sein, weil ihr seid wahrscheinlich jetzt für ein paar Wochen alle zu Hause. Aber eine Powerbank kann man immer gebrauchen und ich finde das extrem praktisch und da steht auch scheiß Boxer drauf, reingraviert. Ihr bekommt ein Sticker-Set dazu, ihr bekommt eine von 3 Autogrammkarten handsigniert von Marvin Vlogged und mir. Ihr bekommt einen Schlüsselanhänger dazu und ihr bekommt... wenn ihr Glück habt, in 10 Boxen ein Golden Ticket und da könnt ihr dann nochmal 2000 Gems in Brawl Stars gewinnen. Und noch kurze Werbung für meinen Partner Sticks, und zwar am 21.03. ist es wieder soweit. Die neuen Sticks mit der neuen Easy Glide Technologie kommen raus, Leute, um 16 Uhr auf www.gamesticks.de. Mega krasse Sache, das sind so kleine Joysticks, die man auf sein Handy oder Tablet aufsetzen kann, mit denen man einfach Brawl Stars oder andere Mobile Games spielen kann. Man hat dadurch ein richtig krasses Spielgefühl, also es fühlt sich halt voll anders an, als wenn du jetzt nur auf dem Bildschirm die Joysticks bewegst, sondern du hast wirklich was in der Hand und es macht mega Bock, damit zu zocken. Und Leute, ihr könnt jetzt mal die Website unten in der Videobeschreibung abchecken. Wenn ihr dann drauf seid, kommt automatisch nach 5 Sekunden ein Glücksrad aufgepoppt, wo ihr einfach eure E-Mail-Adresse eintragen könnt und dann habt ihr die Chance, was zu gewinnen. Entweder kostenlosen Versand, 5%, 10%, 20% Rabatt oder sogar kostenlose Sticks. Also verpasst auf jeden Fall nicht die Gelegenheit, solange das Glücksrad noch da ist. Und im Notfall habe ich noch einen Rabattcode für euch, falls ihr jetzt nicht so Glück habt beim Glücksrad. Den verrate ich euch aber erst die Tage. Ihr seht auch schon einen neuen Loadscreen, also auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache hier. Und ich finde die Umgebung einfach so heftig. Das ist übrigens, wie heißt das, Superstadion? Ist keine neue Map, aber einfach nur eine neue Umgebung. Und jetzt spiele ich mal eine Runde mit der Nita und da zeige ich euch auf jeden Fall auch das neue Gadget. Ihr seht schon, das ist jetzt ausgegraut, kann nicht ohne den Bären aktiviert werden. Das heißt, wir brauchen erstmal den Bären, zack, den platzieren wir jetzt und jetzt guckt, pam, let's go, die Gegner im in der Range, in unmittelbarer Nähe von dem Bären, werden einfach geschockt und bleiben stehen. Also guckt euch das an, zack, wir sehen hier sogar die Range, wenn wir gedrückt halten. Ich zünde ihn jetzt einfach mal und dann sind die Gegner hier einfach ganz kurz gefreezed. Mega krasses Gadget auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen. Zack, man kann da easy abhauen. Guckt euch das an, was ich da für einen Vorsprung gewinnen kann. Also kann man auf jeden Fall sehr gut einsetzen. So, kommen wir mal zu einer neuen Map und zwar Milchstraßen Arena. Die ist komplett neu. Und ich muss auch echt sagen, ich finde die so krass, Leute. Also ich feiere das extrem, dass die so viel auf Brawl Ball eingehen. Auch der neue Ball, also mega cool, feiere ich auf jeden Fall, dass es jetzt endlich mal ein Fußball ist, was auf jeden Fall auch Sinn macht. Nice. Also feiere ich auf jeden Fall extrem. Auch dann der Paris Saint-Germain Shelly Skin und nochmal der Mascot Daryl Skin und die ganzen Skins, wozu wir leider noch keine Preise kennen, aber sobald ich sie weiß, werde ich sie natürlich an euch weitersagen. So, und jetzt kommen wir zum Gadget von Colt. Let's go. Ich schieße dafür einfach mal meine Patronen leer. Ich klicke drauf und bekomme instant 2 Patronen bzw. 2x Munition nachgeladen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Abklingzeit hat. Ja, hat es auf jeden Fall auch. Die ist halt sehr gering. Ist überall, soweit ich weiß, gleich. Aber ja, finde ich auf jeden Fall auch cool als Gadget. Ey, da kann man mit diesen Gadgets so krass viele Dinge machen. Es ist echt heftig. Das Gadget von Bull ist eigentlich auch ganz cool. Und zwar, wenn er jetzt gedamaged wird, zack, kann ich mich einfach instant um 1500 Leben heilen. Das natürlich wieder mit einer Abklingzeit, aber auf jeden Fall eine geile Sache, ey. Das wird das ganze Game so hart verändern. Übrigens, ich laufe hier gerade mal links an den Rand von der Arena. Hier die Dinger, die in dieser Brawlbox drin sind. Da muss ich mal Kevin ganz kurz verbessern. Ich weiß nicht, Kevin, ob du vielleicht ein bisschen doof bist, aber ey, wie kommst du denn darauf, dass das eine neue Währung ist? Das ist ganz einfach dieser Energy Drink von Max, von GT Max, Leute. Sieht man sogar hier vorne an der Map, wenn wir mal ganz nach vorne boosten. Zack, da trinkt er den, ja. Das hat nichts mit einer neuen Währung zu tun, also glaubt nicht, was Kevin sagt, ne? Spaß, aber kann natürlich passieren, wenn man halt ein Lappen ist. Grüße gehen raus an der Stelle. Übrigens, den neuen Brawler Jackie kann ich euch heute leider nicht zeigen, aber Leute, da müsst ihr auf jeden Fall gespannt bleiben.
Ich denke mal, spätestens morgen wird es soweit sein. Aktiviert dafür einfach die Glocke und dann werdet ihr das sowieso nicht verpassen. Jetzt kommen wir zum Gadget von Jesse. Und zwar brauche ich dafür erstmal meinen Turm. Den kann ich jetzt hier platzieren. Und da müssen wieder Gegner in der Range sein. Zack, so eine Range hat das. Und let's go. Die werden alle geschockt und gleichzeitig einfach verlangsamt. Und können zum Beispiel schlechter abhauen oder so. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Gadget. Alter, das Gadget von Brock, Junge, das ist so heftig. Guckt euch das an. Ich kann einfach pam über Mauern springen. Beziehungsweise einfach springen. Wenn ich das zünde, dann springe ich einfach. Und das ist so hart OP. Guckt euch das an. Warte mal. Ich passe jetzt zum Beispiel mal hier vorbei. Zack, lauf dann hier. Und kann einfach rüberspringen. Wie krass ist das eigentlich? Also, Alter. Junge, ich bin so geflasht von diesen Gadgets. Und ich werde so Spaß daran haben, die alle mal in-game dann, sag ich jetzt mal, im echten Game auszuprobieren. Ey, da kann man echt geile Sachen damit machen. Ich teste mal, wie weit man springen kann. Zack. Ja gut, das war ja mal ein bisschen random. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr weit. Also, wir gucken mal, zack, in die Richtung. Guckt euch das an, Alter. Das ist anders OP. So, Dynamics Gadget haben wir ja schon gesehen im Brawl Talk. Aber guckt euch das jetzt mal an. Ich klicke das und... Es ist so crazy, Alter. Es ist so crazy. Ich mach's nochmal gleich hier in der Mitte, damit ihr das nochmal genauer seht. Wie krass ist das bitte von Dynamic? Let's go. Warte, ich stelle mich hier nochmal rein und let's go. Gadget aktiviert. Guckt euch das an. Es ist schon, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. So heftig ist es jetzt gar nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, es sieht krasser aus, als es im Endeffekt ist. Das ist jetzt meine Meinung, weil Damage macht das jetzt nur 700 pro Dynamitstange und die Gegner werden auch nicht alle davon getroffen. Aber wenn jetzt zum Beispiel wer sehr, sehr low ist und gerade am Abhauen ist, dann kann das Gadget schon auf jeden Fall hilfreich sein. Alter, dieses Gadget ist so hart OP. Guckt euch das an. Bo kann einfach ein Totem platzieren, also so einen Pfeiler einfach. Und in diesem Pfeiler wird automatisch die Ulti aufgeladen. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie meine Ulti aufgeladen wird. Einfach automatisch, nur weil ich hier drin stehe. Wie heftig ist das bitte? Und auch für alle meine Teammates. Also jeder, der in dem Umkreis ist, bekommt sozusagen die Ulti aufgeladen. Und das ist einfach mal so unglaublich OP. Ich spawn mal noch eines, zack. Das kann man halt nicht irgendwo hinwerfen oder so. Das spawnt genau da, wo man gerade steht, wenn man es drückt oder halt aktiviert. Aber wie gesagt, jedes Gadget ist nur drückbar, klickbar. Das kann man, damit kann man einfach nicht aimen. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu kompliziert, Alter, wenn es dann die normale Attacke gibt, die super und dann noch das Gadget und alle kann man irgendwie bewegen oder irgendwo hin aimen. Das ist ein bisschen, ja, too much, glaube ich. So, das Gadget von Tick, übrigens neue Map, auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das Gadget von Tick ist auch mega krass. Und zwar, ja gut, jetzt kann ich schwer zeigen. So, und zwar jetzt kann ich es euch zeigen. Zack, ich kann einfach abhauen und hinter mir wird eine Mine platziert, die Gegner auch noch damaged. Das ist richtig krass, weil Tick ist auf jeden Fall auf Close Range sehr, sehr schlecht gegen irgendwelche anderen Brawler. Und das kann man super verwenden, um abzuhauen oder halt auch zum Pushen. Wenn ich jetzt schnell in die Mitte pushen will, zack, dann mache ich das. Das ist zwar mit Tick jetzt relativ unüblich, dass man das macht, aber es ist auf jeden Fall echt ein geiles Gadget. Let's go. Ich will jetzt zum Beispiel schnell zum Ball, zack, und booste einfach hier rüber. Hinter mir wird noch eine Mine platziert. Die bringt jetzt halt relativ wenig. Alter, das Gadget von 8-Bit ist so unglaublich krass. Ich platziere jetzt hier einfach mal mein Turret und kann jetzt sozusagen mich wieder zum Turret teleportieren. Und das geht eine sehr weite Range. Also hier ist dann Ende. Gerade so, wo man es noch irgendwie so ein bisschen sieht im Screen. Und da kann ich jetzt einfach zack den Button drücken und bin plötzlich hier mitten im Geschehen. Kann meinen Teammates helfen. Und das ist so unglaublich krass. Kann man natürlich auch dreimal pro Game einsetzen. Ich kann jetzt einfach abhauen, weil ich jetzt gerade low war. Und ey, ja gut, jetzt habe ich den Boxer geholt. Aber wie OP ist das eigentlich? Alter, das macht so Bock, Mann. Boah, dieses Gadget auch unnormal heftig. Guckt es euch an. Zack, ich kann jeden Gegner in meinem Umkreis wegstoßen. Und die bekommen gleichzeitig noch 500 Damage bei Ems. Also das ist so crazy. Oh mein Gott, das Gadget vom Boxer ist so genial. Guckt euch das an. Ich kann einfach Gegner nehmen und über meine Schulter werfen. Die sind dann einfach weg. Also der fliegt auf jeden Fall ein paar Meter weit weg. Genau in die gegengesetzte Richtung, glaube ich, wo ich stehe. Ist ein bisschen random. Also das habe ich noch nicht so rausgefunden. Aber auf jeden Fall sehr, sehr krasse Sache. Ey, und ich feiere auch so hart dieses Tor. Ne? Das sieht so schön aus einfach nur. Also die neue Brawl Ball-Umgebung. Einfach nur spitzenhammermäßig. Junge, ich könnte das den ganzen Tag machen, die Gegner einfach über mich drüber werfen. Das ist so lustig, Alter. Also wirklich, das Gadget, das ist zwar ein bisschen random, weil irgendwie kann man nicht so ganz kontrollieren, wohin die Gegner fliegen, wenn man die dann genau auf einen
Magic oder wirft, der halt gerade low ist, ist natürlich suboptimal. Aber ey, das ist schon geil. Also macht schon Bock. So, das Gadget von Barley ist auch ganz geil. Zack, ich platziere einfach eine Pfütze, in der alle Gegner verlangsamt werden. Also sehr, sehr coole Sache. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Moment, erstmal Ball weg. Und ich verlangsame jetzt, zack. Und alle, die da durchlaufen, werden einfach geslowt. Und das ist auf jeden Fall auch ein geiles Feature. So, das Gadget von Poco ist auch ganz geil. Und zwar, alle Mates und Poco selber werden 5 Sekunden lang geheilt. 500 HP pro Sekunde. Also insgesamt 2500 Leben. Und das auch, während man kämpft. Also, ja gut, sonst wird es ja natürlich auch ein bisschen sinnlos sein. Aber Alter, das ist auf jeden Fall auch ein heftiges Feature. Ich meine, wenn man gerade so voll in den Fight reingeht und dann plötzlich dieses Gadget zündet, vor allem jetzt bei Brawl Ball zum Beispiel, extrem useful, also auf real so, das ist schon krank. Ich mache jetzt erstmal Trickshot-Tor, zack, und oh mein Gott, Junge, wuhu. Alter, die Boxerin hat so ein geiles Gadget. Guckt euch das an. Die kann einfach Büsche spawnen. Zack, das ist einfach ein Busch in der Mitte. Und ja, ich kann da chillen. Mit der Star Power zum Beispiel auch noch healen. So, ich spawne jetzt einfach noch ein paar. Und jetzt ist hier wirklich alles voll mit einem Busch. Also, das ist ja sowas von OP. Bei Brawl Ball jetzt zum Beispiel wird das resettet, wenn ein Tor geschossen wird. Dann sind die Büsche weg, aber in Solo-Showdown oder so bleiben die einfach. Und das kann man halt extrem gut verwenden, um sich zum Beispiel zu verstecken. Allerdings nur vor Leuten, die Maps nicht in- und auswendig kennen. Weil wenn irgendwer die Map auswendig kennt, dann weiß der, dass hier kein Busch ist, wo der halt gerade am Start ist. Rico auf jeden Fall auch sehr, sehr heftig. Zack, der feuert einfach, ich glaube, 8 Schüsse sind es in alle Richtungen ab. Gut, das hat jetzt hier nicht wirklich viel bewirkt. Also es ist auch wieder so ein Ding, es sieht sehr krass aus. In der Realität ist es jetzt nicht das krasseste, was es gibt. Also es ist schon nicht schlecht, guckt euch das nochmal an, zack. Die Leute bekommen auf jeden Fall ein bisschen Damage, aber es ist jetzt nicht so das krasseste Gadget. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr tatsächlich sagt, welches Gadget findet ihr am krassesten. Ich zeige es euch nochmal hier in der Mitte, zack, und der schießt einfach überall ein bisschen hin, macht jetzt nicht ultra viel Damage, aber ja. Daryl hier auch mit dem Remodel am Start, also sieht sehr cool aus in-game und wir gucken uns sein Gadget natürlich auch direkt an, zack. Ja, sieht schon ganz nice aus. Er dreht sich einmal 360 Grad und feuert ein paar Schüsse ab. Ich probiere das jetzt nochmal hier direkt in den Gegnern. Währenddessen bleibt er natürlich stehen. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr krass. Das Gadget von Penny feiere ich extrem. Ich kann jetzt hier einfach das Turret hinsetzen und Palm einmal aufsprengen. Das war ganz close vor dem Tor noch. Und das macht im Prinzip einfach Damage in einem Umkreis und das ist schon OP. Damit kann man Wände aufsprengen, aber auch Gegner einfach töten. Das nächste Gadget von Karl ist auf jeden Fall auch sehr nice. Wenn man zum Beispiel gerade in der Situation ist, dass man abhauen muss oder so, kann man einfach das Gadget zünden und Karl platziert hinter sich, da wo er lang läuft, glühend heiße Steine. Und in diesen Steinen bekommen die Gegner einfach Schaden. Ich will euch das mal demonstrieren, wenn irgendwer Bock hat, da hinterher zu laufen. Let's go, zack. Da seht ihr es, 300 Damage pro Tick. Und wenn die da einfach straight hinterherlaufen, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir O-Pipa am Start. Das Gadget ist gerade noch grau. Jetzt ist es grün und zwar muss man da auch näher dran sein. Let's go. Ich zeige es euch einfach mal anhand eines Beispiels. Let's go. Und ich zünde es. Pam, pam, pam. Die feuert einfach 4 Schüsse mit je 400 Damage. Oh mein Gott, wir haben fast ein Tor bekommen. Auf den nächstgelegenen Gegner. Das kann ganz gut sein. Vor allem, wenn man eben nah dran ist. Pipa ist da relativ ein hoffnungsloser Fall mit ihrem Damage of Close Distance, aber mit diesem Gadget kann man auf jeden Fall einiges reißen. So, wenn jetzt zum Beispiel, zack, ja gut, wenn es halt auch treffen würde, dann wäre es natürlich noch besser, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. So, neue Map und wir gucken uns Pam an. Dafür brauche ich erstmal die Ulti, also das Gadget ist gerade wieder ausgegraut. Das ist eben bei ein paar Gadgets so, dass man dafür irgendwas, sage ich jetzt mal, braucht. Entweder die Ulti oder halt einen Gegner in der Nähe. So, erstmal Ulti jetzt aufladen, let's go, zack, und dann brauchen wir gleich mal ein bisschen Damage, den wir bekommen, let's go, Ulti steht und zack, ich drück und wir bekommen instant 1200 Leben dazu, jeder, der im Prinzip in diesem Umkreis drin steht, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So Leute, Franks Gadget ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, das muss ich jetzt erstmal selber probieren, also da kann ich im Prinzip jede Lähmungen oder Zurückstoßungen abblocken, beispielsweise jetzt eine Lähmung von Frank, ich probiere es jetzt mal, zack. Und, ja, ich bin immun. Ich bin einfach immun. Lol, das ist richtig krass. Also, wenn man das gut timet und da kann man einfach jetzt gegen den Frank reinlaufen. Ich weiß nicht, wie es gegen eine Shelly ist. Können wir vielleicht noch ausprobieren. So, die Kneipenschlägerin kann sich mit ihrem Gadget einfach heilen. Und zwar, komm, attackier mich mal ein bisschen. Let's go, ich zünde es und ich bekomme 600 Leben pro Sekunde und das 4 Sekunden lang. Also insgesamt 2400 Leben dazu. Ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache.
Und das kann man natürlich auch gut verwenden. Ein HP, Alter, legendärer Moment gerade. Das Gadget von Bee ist auch ganz geil. Ich kann hier einfach so eine Honigwabe platzieren, die hat 1000 HP. Und bleibt so lange stehen, bis sie halt down ist. Und die verlangsamt einfach alle Gegner im Umkreis, die halt da durchlaufen. So, das ist natürlich einerseits ganz cool, aber diese 1000 HP, ey, das ist fast One-Shot von jedem Brawler. Also das ist halt der kleine Nachteil. Wenn die halt offensichtlich irgendwie dasteht, dann können die Gegner das einfach direkt zerstören. Zack, aber jetzt sehen wir es, die sind alle geslowt, die da gerade drin sind. Und das ist auf jeden Fall auch ein geiles Feature. So, das Gadget von Mortis, ey, das ist richtig geil. Zack, ich kann einfach so ein 360 machen und hitte währenddessen die Gegner die ganze Zeit an. Ich zeige es euch nochmal jetzt ohne Gegner. Pam, der dreht sich einfach einmal mit der Schaufel und hittet einfach alle Gegner im Umkreis. Ich will es euch jetzt nochmal testen, wenn am besten alle aufeinander stehen. Und let's go. Pam, 1300 Damage macht das auf jeden Gegner, der halt gehittet wird. Und wenn die alle, sage ich jetzt mal, in mir drin stehen, dann bekommen die alle natürlich den Damage, weil, wie gesagt, 360-Drehung, ne? Das Gadget von Tara ist auch ganz nice. Ich aktiviere das jetzt mal, zack. Das heißt, wir sehen alle Büsche 5 Sekunden lang. Ich glaube 5 Sekunden, oder? Wir müssen gleich nochmal gucken, aber so 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Sekunden lang sehen wir das im Prinzip. Das heißt, Camper sind hier nicht mehr sicher. Das Gadget von Jean funktioniert folgendermaßen. Er hat wieder eine kleine Range und alle Gegner in der Range werden zurückgestoßen und Jean regeneriert instant 1000 Leben. Also ey, das mit dem Zurückstoßen feiere ich auf jeden Fall. Das hat Ems, Jean, ich weiß nicht. Gucken wir gleich, ob es noch einen Brawler hat, aber auf jeden Fall echt geil. So, das Gadget von Max, auch ganz geil. Zack, der kann einfach abhauen, beziehungsweise einfach boosten in die Richtung, wo er halt gerade guckt. Und bekommt für die Zeit ein Schild. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach durch Gegner durchboosten, wenn ich jetzt hier am Start bin. Warte mal, komm, Boxerin, let's go. Und ich booste jetzt einfach mal weg, zack. Hab kurz ein Schild und kann man auf jeden Fall auch gut verwenden zum Abhauen. Oder natürlich auch zum Pushen jetzt zum Beispiel in Brawl Ball. Oh mein Gott, ich bin voll gegen die Wand, aber naja. Für Mr. P's Gadget braucht man erstmal die Ulti und einen Mini-Robo, der sozusagen spawnt. Let's go. Wir gucken einfach mal. Ich zünde jetzt das Gadget und der Robo wird um 1000 HP stärker und macht 150 Damage mehr. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der ja, agiert, sag ich jetzt mal, wie ein vierter Brawler jetzt im Brawl Ball. Also auf jeden Fall echt stark. So, jetzt kommen wir zum ersten legendären Gadget und zwar das Gadget von Spike. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr heftig. Der feuert einfach im Umkreis. Zack, Nadelwellen ab. Wir machen das mal kurz und let's go. Oh, warte mal. Gut, ich hatte gerade den Ball in der Hand. Jetzt nochmal, zack und let's go. Zack, zack, zack. Drei Nadelwellen mit je 500 Damage pro Treffer feuert Spike mit seinem Gadget ab. Auf jeden Fall ultimativ geil, ey. Ich feiere das so hart. Bro kann einfach mit seinem Gadget ein Schild aktivieren, wann immer man möchte. Let's go, komm, attackier mich mal. Hallo, ich will das doch testen. Zack, und Schild ist aktiviert. Und jetzt bekomme ich einfach, ja gut, wenn mich irgendwer attackieren würde, 60% weniger Damage auf jeden Fall. Wir testen es jetzt gleich nochmal. So, Schild ist aktiviert. Ich laufe hier einfach rein und niemand attackiert mich. Ja, moin. Ey, was ist denn los mit euch? So, jetzt aber Schild aktiviert und Pam, ich bekomme fast gar keinen Damage, also 60% weniger einfach. Das ist schon sehr, sehr OP. Oh mein Gott, Leute, dieses Gadget ist mit Abstand mein Favorite. Guckt es euch an, zack, und ich bin einfach, da ist noch einer da. Ich habe einfach einen zweiten Pookie-Leon gespawnt. Das ist aber eine Illusion. Der macht keinen Damage, der ist One-Hit-Down und kann man einfach richtig gut als Ablenkung verwenden. Das ist extrem geil. Also guckt mal, ich spawne den jetzt hier. Der denkt jetzt, oh, das ist der. Der tötet den. Und dann kommt aber der echte Leon aus dem Busch. Und oh mein Gott, wie hart geil ist dieses Gadget bitte. Also Leute, mit Abstand das geilste von allen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zack, ich spawne jetzt hier. Oh, man hat mich ganz kurz gesehen. Aber man kann es so gut verwenden. So, ich lasse den jetzt wieder rauslaufen. Dann denken die Gegner, oh, das ist der. Und währenddessen kann ich aber ganz woanders hinlaufen. Also, ey, das ist so krank. Das ist so geil. Also, ich weiß nicht, ob die Pro-Gamer das dann relativ schnell checken werden, was eine Illusion ist. Und man merkt es wahrscheinlich an dem Stil, wie die sich verhält, wie die läuft oder was auch immer, dass das vielleicht kein echter Spieler ist. Aber so kleine Täuschungsmanöver kann man damit auf jeden Fall gut starten. Und kann man gut verwenden, um einfach abzuhauen. Oder um einen Überraschungsangriff zu planen. Jetzt kommen wir zum letzten Gadget. Und zwar das Gadget von Shindy. Ich brauchte zuerst mal ein bisschen Damage, den ich bekomme. Let's go, Pieper, komm. Let's go, komm, mach mehr. Mach doch mal ein bisschen Damage. Digga, was sind Bots los? Die haben echt kein... Hallo, mach doch. Okay, let's go. Und ich mach's jetzt. Ich kann einfach auf Knopf drücken, ein Nickerchen machen und regeneriere einfach Leben. Und 700 HP. Ich mach kurz das Nickerchen und ich regeneriere einmal ganz voll. Also wirklich 2 Sekunden Nickerchen und man ist wieder ganz voll. Alter, wie OP
ist das bitte. Klar, in jetzt einer Kampfsituation kann man das nicht verwenden, weil da bist du innerhalb von den 2 Sekunden, wo du dich nicht bewegen kannst, leichtes Futter, sag ich jetzt mal, für Gegner. Aber ey, wenn man dann gerade mal irgendwie weg ist und sich raushalten kann und innerhalb von 2 Sekunden wieder full life ist, ist das schon extrem OP. Und das war es jetzt auch so mit allen Gadgets, die ich euch zeigen konnte. Jackie konnte ich euch leider noch nicht zeigen und den ganz geheimen Brawler auch noch nicht. Aber Leute, da würde ich auf jeden Fall sagen, stay tuned, schaut morgen wieder vorbei, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Bis dahin, haut rein und ciao.